Hallo, mein Name ist Oliver Detert und ich bin Leiter der Anwendungstechnik bei Hüsker Synthetik. Ich möchte Sie gerne in das Thema geokunststoffummantelte Sandsäulen einführen. Die Gründung von Dammbauwerken auf gering tragfähigen Untergründen ist problematisch. Neben großen Setzungen und seitlichen Verformungen besteht zudem die Gefahr des Grund- und Böschungsbruchs bis hin zum Herauspressen des Bodens unterhalb der Dammaufstandsfläche. Zur sicheren Gründung von Dammbauwerken auf gering tragfähigem Untergrund wurde daher das Gründungssystem geokunststoffummantelte Säulen entwickelt. Das Gründungssystem besteht aus gleichmäßig angeordneten Säulen aus nicht bindigem Material mit einer Geokunststoffummantelung. Über die geokunststoffummantelten Säulen werden die Bauwerkslasten durch den gering tragfähigen Untergrund hindurch und in eine ausreichend tragfähige Schicht abgeleitet. Durch die Gesamtbelastung und der Spannungskonzentration über den Säulenköpfen wird in den Säulen eine nach außen gerichtete radiale Horizontalspannung hervorgerufen. Dieser Spannung wirkt eine ins Säuleninnere gerichtete Gegenpressung vom Weichboden entgegen sowie eine radiale Gegenpressung von der dehnsteifen geotextilen Ummantelung. Die radiale Gegenpressung der geotextilen Ummantelung wird unter vertikaler Auflast durch die Stauchung und der daraus resultierenden Durchmesservergrößerung der Säule und somit Dehnung der Ummantelung hervorgerufen. Dabei werden in der Ummantelung signifikante Ringzugkräfte generiert, die die Säule radial zusammenhalten und letztendlich das Gleichgewicht des Systems gewährleisten. Dies ermöglicht die Anwendung auch bei sehr weichen Böden. Es entsteht ein duktiles Tragsystem. Durch den Einsatz von geokunststoffummantelten Säulen werden die Absolutsetzungen und Setzungsunterschiede stark reduziert und die Standsicherheit im Bau- und Endzustand erhöht. Langzeitmessungen haben ergeben, dass Kriechsetzungen um 50-75% verringert werden. Weil die Säulen auch durch die Ummantelung als filterstabile Megadrehens agieren, werden der Setzungsverlauf und die Konsolidierung beschleunigt. Bis zu 90% der Konsolidierung erfolgt bereits während der Bauzeit. Die zum Beispiel durch Verkehrslasten initiierten Nachsetzungen sind gering und können im Bedarfsfall weitgehend durch temporäre Überschüttungen vorweggenommen werden. Das Gründungssystem kann in extrem weichen Böden mit einer undrainierten Scherfestigkeit kleiner 15 kPa eingesetzt werden und ist direkt nach Einbau belastbar. Dämme können schnell und ohne Grundbruchgefahr aufgebaut werden, wobei das System einfach an lokale Gegebenheiten angepasst werden kann. In etwa durch Variationen des Säulenabstandes oder der geotextilen Ummantelung. Die Herstellung erfolgt mit bewährten Verfahren, die als Aushub-, Verdrängungs- bzw. Rüttelstoppverfahren bezeichnet werden. Hierbei kommen geschlossene oder offene Stahlrohre sowie Schleusenrüttler zum Einsatz. Das Gründungssystem geokunststoffummantelte Säulen für Erdbauwerke auf gering tragfähigen Böden ist nach seiner Markteinführung vor ca. 15 Jahren mittlerweile Stand der Technik. Die Bemessung der geokunststoffummantelten Säulen, auch GEC, Geotextile Encased Columns genannt, ist im Kapitel 10 der Empfehlung für den Entwurf und die Berechnung von Erdkörpern mit Bewährung aus Geokunststoffen, der EBGEO, geregelt. Ich hoffe, die Präsentation war interessant für Sie. Sollten Sie an weiteren technischen Details und Hüsker-Lösungen interessiert sein, besuchen Sie uns doch auf unserer Webseite oder kontaktieren Sie uns gerne persönlich.